Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ladies First Box von Lumara. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ladies First von Lumara. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier auf der Front Lumara mit rot-braunen Haaren in so einem mehr oder weniger pelzähnlichen Oberteil und darunter nur ein Bikini-Oberteil oder ein BH. Hier sieht man den nackten Bauch und sie steht hier in einer Kies- bzw. Sandlandschaft, relativ flach das Ganze, also sieht ein bisschen aus wie so Strand oder wie Meer bei Ebbe. Ein grauer Himmel und dieses Design sieht sich hier durch. Lumara Ladies First lesen wir hier unten ebenso wie hier. Rechte Seite ebenso, oben genauso, links genauso und auf der Rückseite lesen wir nochmal Lumara Ladies First und hier die Info: Limited Fan Edition, 3 CD, Album, Instrumental, Bonus EP, T-Shirt, Gymbag, 2 Sticker, Autogramm und Poster. Und hier noch das Label Bazooka und hier noch ein Barcode. Alles klar. Wir haben es hier zu tun mit einer regulären Clubbox, sprich das Ganze geht hier seitlich auf. Und dann schauen wir mal den Inhalt an. Wir haben einmal die Bonus-EP, die Instrumentals, das Album an sich, einen Sticker, einen zweiten Sticker, ein Poster, ein T-Shirt, eine Autogrammkarte und der Turnbeutel bzw. Gymbag. So sieht die Box von innen aus, glatt weiß. Machen wir mal wieder zu. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Gefällt mir auf den ersten Blick schon mal richtig gut. Warum? Wir haben es hier zu tun mit einem super Jewel Case. Viel zu selten der Fall, meiner Meinung nach. Freut mich, dass Lumara das so gemacht hat. Und hier sehen wir Lumara ebenso wieder in dieser Landschaft mit weißem Ford Mustang, müsste das sein, wenn ich es richtig deute. Und das Nummernschild, davon gehe ich mal aus, dürfte ein amerikanisches sein. Alles klar. Also ähnlich wie das Frontcover, allerdings hier noch eine Skimaske, eine Sturmhaube auf. Auf der Rückseite wieder das normale Cover. Und dann haben wir hier die Tracklist angeführt. Wir haben insgesamt 15 Tracks. Meines Wissens haben wir keinerlei Features. Nein. Und von diesen Tracks sind meine Favoriten Nummer 3, Zeit verloren und Nummer 6, beziehungsweise nein, Nummer 8 müsste das sein, Nummer 8, Rocky. Das sind meine Favoriten-Tracks, die sind mir jetzt wirklich im Gedächtnis geblieben, sind beides eher deepe Tracks. Dann haben wir hier einmal auf der linken Seite das Booklet. Schauen wir uns gleich mal an. Also wir haben hier eine Aufnahme von Lumara in Farbe. Und hier haben wir die ersten Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Weitere Tracks und weitere spannende Aufnahmen. Ja, hier nochmal mit Sturmhaube. Weitere interessante Aufnahmen. Sehr abstrakt, also sieht aus wie auf so einem Künstler. Ist die Frage, was das ist. Also irgendwie so Open-Air-Kunstausstellung. Nochmals Lumara. Ja, spannende, schicke Sonnenbrille. Und dann hier noch das letzte Bild, ebenfalls wieder mit Sturmhaube. Und hier die letzten Tracks. Alles klar. Gut. Dann haben wir die CD an sich.
sieht folgendermaßen aus, in weiß und schwarz. Hier wieder Lumaras Gesicht mit einer Sturmhaube verhüllt. Die CD und dahinter ebenfalls wieder diese Landschaft. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Auf der Rückseite die Infos zum Album und Internetauftritten. Schön unterschrieben mit Herz. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen rechteckigen Sticker, Lumara Ladies First in Schwarz-Weiß. Und als zweiten Sticker diese Grafik hier in Weiß und Schwarz. Kennen wir ebenfalls aus dem Booklet. Dann haben wir die Bonus-EP. Die Brille kennen wir ebenfalls aus dem Booklet schon. Und hier haben wir noch 8 Tracks zusätzlich. Dürften anscheinend auch allesamt Solo-Tracks sein, ohne Feature. In die muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht reingehört, in die Bonus-EP. Muss ich mal nachholen. Also 8 Tracks zusätzlich, relativ viel für eine EP. Und die CD in Pink und Schwarz gehalten. So sieht das Ganze aus, wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir noch eine zweite Papphülle, nämlich die Instrumentals zum Album. Diese Landschaft ohne Lumara diesmal. Passend, da ja auch hier die Tracks ohne Lumara sind, sondern nur die Instrumentals. Genau wie die Album-CD gestaltet. Und diese ebenfalls in einer Papphülle. Okay, dann haben wir das Poster doppelseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir das Cover, also Lumara, hier ist Cover der Box, Lumara hier auf dieser Sand, auf dieser Strandlandschaft und auf der Rückseite das Cover mit dieser Stachel-Sonnenbrille, das wir ja von der Bonus-EP kennen. Also beides im Hochformat. Welche Seite aufgehängt wird, entscheidet natürlich ihr. Das ist euch überlassen. Dann haben wir noch den Turnbeutel bzw. die Gym Bag. Also hier haben wir so ein Einhorn-Logo mit Lumara-Schriftzug, so dunkelrot auf schwarz. Rückseite oder Innenseite ist blank. Und wir haben natürlich diese zwei Träger, diese zwei Schnüre. Kann man das Ganze zuziehen oben. Und auf der unteren Seite ist das Ganze hier eingefasst in so Metallringen, Metallösen und hier noch mit einem Leder- oder Plastikdreieck verstärkt. Von innen sieht der Beutel folgendermaßen aus. Ganz schlicht, glatt schwarz. Und dann haben wir hier noch die Info. Also Souls, Urban und wo haben wir es? 100%, man kann das lesen. 100% Polyester und Made in China lesen wir hier. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch das T-Shirt. Auf dem T-Shirt haben wir ebenfalls wieder dieses Gesicht mit der Sturmhaube. Lumara Ladies First lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen, glatt weiß das Shirt. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Original Tee in Größe M, 100%, ich hoffe, 100% Baumwolle und das Ganze ist, wo steht's, bum, 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 bum. Ich schätze mal Marokko wird das heißen, ganz leider, ah ja, hier, genau, hier haben wir es, hoffe man kann, wenn es scharf stellt, jawohl, hier steht Made in Marokko. Alles klar. Schauen wir es noch getragen an. Relativ unüblich, Größe M. Ich glaube, Lumara macht das generell bei ihren Boxen, da diese T-Shirts oder die Boxen wahrscheinlich auch sehr, sehr stark von Frauen gekauft werden, Frauen vielleicht die Musik hören. Deswegen einfach der Kompromiss, dass man ein T-Shirt in Größe M macht, damit Frauen das eventuell dann auch anziehen können. Schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier dieses weiße T-Shirt und dann hier quer über die Brust
und im Bauchbereich dieses schwarze Motiv, diese Sturmhaube, Skimaske, dieses Gesicht, unten dieser Lumara Ladies First Aufdruck, dieses A, also erinnert sehr stark an das Anarchie-Logo und ansonsten eben hier diese Sturmhaubenoptik. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Dann dieser Turnbeutel, dieser Gymbag in Schwarz. Das doppelseitig bedruckte Poster. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Die Bonus-EP ebenfalls in der Papphülle. Diese zwei Sticker, einmal Querformat, also einmal rechteckig, einmal quadratisch. Die unterschriebene Autogrammkarte und das Album Ladies First an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Ladies First von Lumara. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album denkt bzw. von der Box haltet. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lumara unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.